Hallo, wir sollten uns für diese Aufgabe eines der vorgestellten Tools angucken und uns überlegen, wie wir es für unser Lernprojekt nutzen können. Und ich habe mich hier für DIGO entschieden, ein Tool zur Online-Bearbeitung von Quellen und zur Online-Verwaltung von Quellen. Man kann hier das Wichtigste, denke ich, an dem Tool, die Markierungsfunktion sehr leicht nutzen. Man klickt einfach einmal auf diesen Stift hier und markiert sich den Teil vom Text, den man markieren will. Kann sehr leicht hier nur mit der Maus drüber gehen und dann dadurch die Farbe auswählen, eine Notiz hinzufügen. Ich mache das hier jetzt einfach mal so beispielhaft. Man kann die Seite als für das spätere Lesen markieren. Diese wird dann in die Bibliothek verschoben und geschlossen. Sie ist jetzt hier in der Bibliothek unter anderen Dingen. Und wenn man diese Seite jetzt wieder öffnet, kann man sie auch als gelesen markieren und dann wird sie aus der Bibliothek wieder entfernt. Es gibt eine Suchfunktion intern. Diese durchsucht wahrscheinlich die Bibliothek, also auf jeden Fall die eigene Bibliothek und vielleicht, da bin ich mir nicht so sicher, auch geteilte Dateien von Gruppen, mit denen man zusammenarbeitet. Ja, das klingt eigentlich alles sehr nützlich und gut, aber für mich funktioniert es sehr, na, mangelhaft, würde ich mal sagen. Ich habe hier eine weitere Online-Quelle, die ich bearbeiten möchte. Das ist ein Online-Dokument. Ich bin mir wegen dem Format oder dem Dateiformat nicht ganz sicher, was es ist. Aber ich will ja auch einfach nur das Programm nutzen, um Dinge zu markieren. Und stelle mir das ganz simpel vor. Klicke den Stift an. Und es geht leider nicht. Funktioniert vielleicht in diesem Dokument, in dieser Art von Dokumenten nicht oder sonstiges, aber das ist schon ein Schnitzer, würde ich mal sagen, den das Programm für mich nicht so leicht wieder gut machen kann. Wenn ich wüsste, dass es einen leichten Weg außenrum gibt, würde ich es wahrscheinlich weiter nutzen. Ich kann es auch anders versuchen, einen Text so markieren und dann mit DIGO highlighten oder es zumindest versuchen, aber auch das hat hier keinen Effekt. Ja, das ist schade. Hab mich gefreut, dass es ein Programm gibt, mit dem ich so simpel Texte bearbeiten kann und speichern kann. Aber leider funktioniert es nicht besonders gut. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht weiter benutzen, sondern mich nach anderen umsehen. Ja, das war's schon. Danke für die Zeit. Tschüss.